Du willst demnächst zur MPU und fragst dich, was vor der MPU alles erledigt werden muss und was neben der MPU noch alles auf dich zukommen kann? Muss eine Therapie vor der MPU abgeschlossen sein? Und wenn ja, wie lange zuvor? Ab wann ist eine neue Führerscheinprüfung trotz MPU notwendig? Musst du trotz MPU zur Nachschulung, wenn du deinen Führerschein innerhalb der Probezeit verloren hast? Die Antwort auf all diese Fragen erhältst du in diesem kurzen Video. Hallo und herzlich willkommen beim MPU-Spezialisten, den YouTube-Kanal rund um das Thema MPU, MPU-Vorbereitung und Abstinenznachweise. Mein Name ist Axel Jahnke und bevor wir jetzt loslegen, noch eine kurze Bitte. Sollte dir der Inhalt des Videos gefallen, freue ich mich über den obligatorischen Daumen hoch. Wenn du rund um das Thema MPU und MPU-Vorbereitung auf dem Laufenden bleiben möchtest, abonniere ganz einfach diesen Kanal, indem du unten auf das rote Viereck drückst und aktiviere deine Glocke, denn nur so ist gewährleistet, dass du über jedes neu erschienene Video informiert wirst. In manchen Fällen reicht es nicht aus, eine positive MPU abzulegen, um den Führerschein wiederzubekommen. Beziehungsweise in anderen Fällen müssen vor der MPU bereits gewisse Dinge erledigt sein, damit du später keine böse Überraschung erlebst. In diesem Video möchte ich dich darüber informieren, was du neben der MPU noch alles beachten solltest. Als erstes haben wir die Abstinenznachweise. Wenn du zu einer Drogen-MPU musst, musst du diese immer vor der MPU abgeschlossen haben, bei der Alkohol-MPU in vielen Fällen ebenfalls. Aber in diesem Video soll es nicht erneut um die Abstinenznachweise gehen. Solltest du zur Betäubungsmittel- oder Alkohol-MPU müssen, informiere dich bitte in meinem Kanal, ab wann und wie lange du eine Abstinenz vor der MPU nachweisen solltest und wie du sicherstellen kannst, dass dir bei der Abstinenz keine Fehler unterlaufen. Die Nachschulung. Wenn das Delikt, wegen dem du jetzt zur MPU musst, in deiner Probezeit lag, dann musst du zusätzlich zur MPU eine Nachschulung absolvieren. Der Nachschulungskurs ersetzt dabei aber nicht die MPU-Vorbereitung. Bei einem Alkohol- oder Betäubungsmitteldelikt kannst du nicht einfach so zu einem Nachschulungskurs in der nächstgelegenen Fahrschule gehen, sondern du musst ein besonderes Aufbauseminar für Fahranfänger besuchen. Dieses bieten teilweise MPU-Begutachtungsstellen an. Eine entsprechende Adresse kannst du entweder im Internet heraussuchen oder du fragst ganz einfach bei deinem Straßenverkehrsamt nach. Therapie und Entgiftungen. Wenn du aufgrund einer Alkohol- oder Drogenproblematik eine Entgiftung oder eine Therapie besucht hast, so muss die Kerntherapie schon langfristig vor der MPU abgeschlossen sein. Ein gelegentlicher Besuch bei einem Psychiater oder Psychotherapeut kann auch zum Zeitpunkt der MPU noch akzeptiert werden. Es darf sich aber nur noch um eine Nachsorgeuntersuchung handeln. Prinzipiell ist es natürlich gut, wenn du noch in Therapie bist und diese sollte auf gar keinen Fall zu frühzeitig abgebrochen werden. Jedoch muss der Psychologe auf der anderen Seite sich davon überzeugen können, dass du auch ohne psychologische Betreuung im Alltag nicht wieder rückfällig wirst, um dir ein positives Gutachten ausstellen zu können. Zwischen dem positiven Abschluss der Therapie und dem MPU-Besuch sollten mindestens ein halbes Jahr verstrichen sein, bevor du zur MPU gehst. Wenn bei dir eine Alkohol- oder Betäubungsmittelabhängigkeit diagnostiziert worden ist, beziehungsweise du eine Abhängigkeit ausgebildet hast, musst du vor der MPU eine Therapie abgeschlossen haben und danach noch ein Jahr lang forensisch über eine Haaranalyse oder ein Urinscreening nachweisen, dass du kein Alkohol oder keine Drogen mehr konsumierst. Bei der Betäubungsmittelabhängigkeit musst du im Übrigen auch alkoholabstinent leben. Ein Besuch der MPU ohne Drogen- oder Alkoholtherapie ist in den meisten Fällen ebenfalls möglich, aber dann verlängert sich die Abstinenzzeit von 12 auf mindestens 15 Monate. Kontrolliertes Trinken. Wenn du der Meinung bist bzw. deine MPU-Vorbereiter mit dir erörtert hat, dass keine Alkoholabstinenz vor der MPU nötig ist, musst du dein Trinkverhalten im Umfang stark reduzieren und dich an einige Regeln bezüglich deines Umgangs mit Alkohol halten. Dieses nennt man kontrolliertes Trinken.
Auch das kontrollierte Trinken muss schon mehrere Monate erprobt sein, damit der Psychologe nachvollziehen kann, dass du dich an dieses neue Trinkverhalten gewöhnt hast und dadurch die Rückfallgefahr, dass du wieder mehr trinken wirst, nicht mehr so ausgeprägt ist. Selbsthilfegruppen. Wenn du wegen einer Drogen- oder Alkoholabhängigkeit zur MPU gehst, würde ich dir dringend empfehlen, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Eine Selbsthilfegruppe ist zwar nicht zwingende Voraussetzung für eine positive MPU, jedoch steigert es die Chance darauf ungemein. Auch abgesehen von der MPU-Problematik minimiert eine Selbsthilfegruppe die Rückfallwahrscheinlichkeit sehr stark. Gerichtliche Auflagen erfüllen. Wenn der Richter in einem Urteil therapeutische Auflagen festgelegt hat, so müssen diese auch mindestens ein halbes Jahr vor der MPU abgeschlossen sein. Wenn zum Beispiel jemand wegen ständiger und massiver Geschwindigkeitsübertretungen zur MPU muss und im Vorfeld auch schon einige Körperverletzungen begangen hat und sich bei der Gerichtsverhandlung herausstellt, dass eine Aggressionsproblematik vorliegt, ist es gut möglich, dass der Richter in seinem Urteil festlegt, dass der Angeklagte ein Anti-Aggressionstraining durchführen muss. Diese Therapie müsste dann beispielsweise auch schon bereits vor der MPU abgeschlossen sein. Auch hier sollte, wie im jeden Fall, mindestens ein halbes Jahr zwischen Abschluss der Therapie und der MPU liegen. Erneute Führerscheinprüfung. Wenn du deinen Führerschein bereits sehr lange verloren hast oder du den Führerschein im Vorfeld nur sehr kurz besessen hast und das zuständige Straßenverkehrsamt hat jetzt Sorge, dass du die Verkehrsregeln nicht mehr vollständig bekannt sind oder die Fahrzeugbeherrschung nicht mehr richtig gegeben sein könnte, so kann das Straßenverkehrsamt eine erneute Führerscheinprüfung nach der bestandenen MPU und vor Wiedererteilung der Fahrerlaubnis verlangen. Noch vor einigen Jahren gab es die sogenannte Zwei-Jahres-Frist. Diese Regel hat ausgesagt, dass wenn jemand 2 Jahre lang seinen Führerschein verloren hatte, er in jedem Fall eine neue theoretische und praktische Führerscheinprüfung ablegen musste. Diese Regelung ist seit mehreren Jahren nicht mehr aktuell. Jetzt sind es Einzelfallentscheidungen, ob jemand eine neue Prüfung ablegen muss oder auch nicht. In meiner Praxis habe ich beobachtet, dass dieses von den verschiedenen Behörden etwas unterschiedlich gehandhabt wird. In manchen Fällen mussten Kunden von mir bereits nach 8 Jahren die Prüfung wiederholen, bei anderen Ämtern erst nach 10 Jahren. Meistens wird die Prüfung auch verlangt, wenn die Zeit des Führerscheinverlustes genauso lang oder länger war als die Zeit des Führerscheinbesitzes zuvor. Wenn von dir eine neue Führerscheinprüfung verlangt wird, musst du die Pflichtausbildung im theoretischen und praktischen Teil nicht erneut absolvieren. Es reicht dementsprechend aus, dir eine Fahrschule deines Vertrauens zu suchen und dich von dieser zur theoretischen und praktischen Führerscheinprüfung vorstellen zu lassen. Da du auch an den theoretischen Unterricht nicht mehr teilnehmen musst, sollte die Fahrschule keine Grundgebühr von dir verlangen. Besorg dir aber in jedem Fall im Vorfeld die aktuellen Prüfungsfragen für die theoretische Führerscheinprüfung und lerne diese ausgiebig. Sonst wirst du mit ziemlicher Sicherheit durch die theoretische Prüfung fallen. Auch würde ich dir raten, mindestens ein 90-minütiges Fahrtraining bei einem Fahrlehrer zu buchen, damit dieser beurteilen kann, ob du die praktische Führerscheinprüfung bestehen kannst. Wenn der Fahrlehrer Bedenken hat, nimm einige Fahrstunden vor der Prüfung, um wieder sicher Auto zu fahren und um die Prüfung bestehen zu können. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein wenig helfen, vielleicht den ein oder anderen Fehler auf dem Weg zurück zu deinem Führerschein zu vermeiden. Weitere interessante Videos zum Thema MPU habe ich dir hier im Abspann verlinkt.